Zurzeit schaffen sich immer mehr Menschen ein Haustier an. Tiere können schließlich Stress mildern und angespannt sind gerade ja viele wegen der Pandemie. MIMA-Reporterin Jana Dorothee Becker hat sich den Haustierboom genauer angeschaut. Vor allem Hunde sind sehr beliebt. Als erstes war sie im Tierheim. Im Vergleich zu Deutschland ist Australien viel strenger, was einen Lockdown angeht. Ein Beispiel. Gerade sind alle Menschen in Perth für 5 Tage im Lockdown, weil es einen, ich betone, einen Corona-Fall gab. Es war der erste in Perth nach 10 Monaten. Unser Südostasien-Korrespondent Norman Odenthal hat sich angeschaut, wie Australien es geschafft hat, die Infektionszahlen quasi auf Null zu kriegen und wie das Leben dort jetzt ist. Wir sprechen gleich mit dem Intendanten der Komödie am Kurfürstendamm, Martin Wölfer, über den Theaterbetrieb in der Pandemie. Und dann haben wir noch dies für Sie. Erkältung vorbeugen, das Immunsystem stärken, den Kreislauf in Schwung bringen, das versprechen sich viele von regelmäßigen Saunagängen. Vor allem jetzt im Winter. Corona-bedingt sind Bäder und Saunen aber ja geschlossen. Was also tun? Man sieht an den Berliner Seen also immer öfter Menschen, die sich in das kalte Wasser wagen. Stephanie Persch hat Berliner Eisbadende gefragt, worauf man dabei zu achten hat. Oh, ich ziehe meinen Hut vor den Eisbadern. Ich würde nicht mal kalt duschen. Und Eisbaden funktioniert natürlich auch nur, wenn auf dem Wasser jetzt keine geschlossene Eisdecke liegt. Wir haben es ja eben auch gerade gesehen, die haben das dann so ein bisschen freigetrampelt. Aber so ein Eispanzer auf dem Wasser, der hat sich gerade auf Island gebildet. Richtig, Katja? Wahnsinn. Danke, Katja. Das war's für heute vom ZDF Mittagsmagazin. Morgen um 13 Uhr am Donnerstag sind wir natürlich zurück. Bleiben Sie gesund, machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.